Chaka wird das Rennen wohl nach Hause bringen. Irwisch bemüht sich an der Außenseite. Chaka kann vorne. Irwisch außen bemüht sich noch einmal. Chaka, die Startnummer 1 gewinnt hier das erste Rennen. Irwisch dahinter auf dem zweiten Platz. Dahinter vielleicht. Die 6 gewinnt vor der 8, dann die 7. Da wird sich nichts weiteres tun. Vierter, dann noch die 5 Giga Wolkenzweig. Und sechster, die 1. Das war dann Mirkos. Gegen Craig de Forêt. Wer wird Dritter? In der Beijing, Mitte der Bahn, going to the run. Und an der Außenseite war es dann noch Chris Sandesmann. Noch einmal von Gintilov Egypt. Dahinter Gwendolyn Flevo, Breitling an der Innenkante. Und vorne gibt es einen harten Kampf hier. An der Außenseite wahrscheinlich Gideon Ob. Danke dir, Gerd. Super! Kannst du deinen Rock nochmal lüften? Sagt er, er muss die Hände machen. Kati Dravien, innen ist es. Hotshot Drop an der Außenseite. Kämpft und verhindert. Ever und ever. Kampf bis zur Linie. Das dritte Geld geht auf jeden Fall hier schließlich an Gogo. Kati Dravien an die Startnummer 4. 4. Auf Egypt ist vorne, die Startnummer 7 vor der 5. Dahinter Zerreste ist Dritter. Und das wird der vierte Volltreffer wohl für Gideon auf Egypt. Außen Merlin nochmals mit der Schlussattacke. Dürfte aber wohl nicht. Attackiert hier. Aber innen noch Espanyol mit Gentleman. Zwischen den Pferden auch noch Bantamon. Der kommt ebenfalls noch durch. Kampf hier um den Sieg und Platz. Christa-Thema setzen sich zum Tagesabschluss durch hier auf der Bahn in Oxil. Wer wird denn Zweiter? Die 4 bleibt Zweiter.